Hallo, ich bin Paula von Quirido und heute zeige ich euch unsere Cargo-Einlegeplatte. Mit unserer praktischen Cargo-Einlegeplatte verwandelst du deinen Quirido-Fahrradanhänger im Handumdrehen in einen Lastenanhänger. Unsere Cargo-Einlegeplatte ist kompatibel mit all unseren Fahrradanhängermodellen ab 2023. Am Ende vom Video zeige ich dir die Montage in unserem Cooper. Es gibt zwei Varianten der Cargo-Einlegeplatte, je nachdem, ob du einen Ein- oder Zweisitzer hast. Zum Lieferumfang gehören die Cargo-Einlegeplatte, eine Klemmstange zur Befestigung im Anhänger, zwei Klettverschlüsse zur vorderen Fixierung und drei Zurgurte, mit denen sich die Ladung sicher auf der Einlegeplatte befestigen lässt. Schauen wir uns die Features der Cargo-Einlegeplatte genauer an. Die Platte bietet eine stabile Bodenfläche, sodass du deine Einkäufe sicher und zuverlässig transportieren kannst. In der großen aufklappbaren Tasche lassen sich zudem weitere Dinge verstauen, die sich eventuell nicht gut festzurren lassen. Bei Nichtgebrauch kannst du die Tasche platzsparend zusammenfalten, sodass auch die gesamte Fläche optimal genutzt werden kann. An den Seiten der Einlegeplatte findest du außerdem Schlaufen zur Befestigung. Hier kannst du die beiliegenden Zurgurte anbringen und deine Gegenstände noch sicherer fixieren. Nun zeige ich dir, wie du die Lastenplatte in deinem Quirido einbaust, hier am Beispiel des Coopers. Bei all unseren Modellen ab 2023, Kitco, Sportrex und Cooper, kannst du die Rückenlehne mühelos nach vorne klappen, indem du die Schnallen im Kofferraum löst. Bevor du die Sitzbank nach vorne klappst, löst du die seitlichen Befestigungen der Sitzbank. Fixiere zuerst die zwei Klettbänder an der Rahmenstange vorne in deinem Cooper. Die im Lieferumfang beigelegte Klemmstange befestigst du nun unter deiner Lastenplatte. Nun kannst du die Cargo-Einlegeplatte in den Anhänger legen und die Klemmstange an den vorgesehenen Löchern rechts und links einrasten. Jetzt kannst du die Lastenplatte vorne an den zwei eben angebrachten Klettbändern befestigen. Zum Schluss schlägst du noch den Klettverschluss oberhalb der Tasche um die Rahmenstange im Inneren der Kabine und die Einlegeplatte ist fest und sicher montiert. Diese Methode empfehlen wir dir, wenn du flexibel zwischen Kinderfahrradanhänger und Lastenanhänger wechseln möchtest. Für eine langfristige Nutzung der Einlegeplatte kannst du die Sitzbank auch komplett ausbauen. Bei Fragen zum Ausbau der Sitzbank steht dir unser Serviceteam jederzeit gerne zur Verfügung. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Und vielleicht verwandelst auch du bald deinen Kinderfahrradanhänger in einen Lastenanhänger.